Hallo zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch mal zeigen, was ich hier hinten so an der Wand hängen habe. Ich bin von einigen gefragt worden, was ich hier für Wandbilder habe. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ich bin übrigens die Christine und hier auf dem Kanal wird genäht. Hier gibt es einfache Nähanleitungen und Tipps und Tricks rund um das Thema Nähen. Alles das, was einfach Spaß macht. Und das macht mir zum Beispiel Spaß, dieses Patchworken und Quilten. Das sind nämlich alles Patchwork-Blöcke oder kleine Patchwork-Projekte, die ihr hier seht. Das ist meine heimliche Leidenschaft. Fangen wir mal hier an. Das ist so eine Art Mini-Quilt oder Baby-Patchwork-Decke. Das ist so das einfachste Projekt, was man eigentlich machen kann, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Es werden einfach Stoffstücke zugeschnitten und miteinander verbunden. Hier werden die Zwischenräume aus diesem weißen Stoff genäht und so hat man relativ schnell eine kleine Patchwork-Decke gefertigt. Ich nehme für sowas immer ganz gerne Stoffzuschnitte. Ich kaufe ganz oft diese Stoffpakete, die dann in, was weiß ich, 5er, 6er, 7er Packs abgepackt werden und wo man dann so kleinere Streifen von dem Stoff bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Das hier sind zum Beispiel, ich glaube, so 25 cm Zuschnitte und das ist natürlich total praktisch, wenn man patchworkt, dass man erstens so ein paar verschiedenfarbige oder verschiedenmusterige auch Stoffe in einem Paket hat und nicht immer so viel Meterware kaufen muss, wo man dann letztendlich vieles nicht gebrauchen kann. Aus so einem Stoffpaket ist zum Beispiel der hier und der hier. Und die anderen sind, das ist hier klassische Standard-Meterware. Ja, ich glaube, ich habe diese Patchwork-Decke habe ich in Zentimeter noch gearbeitet. Inzwischen muss ich sagen, mache ich ganz viel, was ich an Patchwork-Arbeiten mache, mache ich in Inch. Ich bin darauf relativ schnell umgestiegen, weil es mir einfach auch mehr Spaß macht. Und weil es dafür auch so wunderschöne Pre-Cuts gibt. Zum Beispiel habe ich hier. Es gibt solche Charm Packs, die nennt man so. Das sind auch wieder vorgeschnittene Stoffstücke in 5 Inch. Das sind 5 Inch, genau, in 5 Inch. Und dann hat man farblich passende Stoffe, die so zugeschnitten sind in einem Paket. Also da muss ich dann nicht in den Stoffladen gehen und mir überlegen, boah, was könnte ich denn jetzt alles gebrauchen? Ich habe hier halt, ich glaube, 40 oder 42 5 Inch Squares drin und kann die halt super gut in so einem Patchwork-Projekt benutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Decke hier in einem anderen Design machen möchte, dann nehme ich mir einfach die fertig zugeschnittenen Stoffstücke und ja, habe mir hier, wenn ich es dann aneinander genäht habe, eine schöne Patchwork-Decke genäht. Und also das ist einfach eine Sache, die mir so viel Freude macht, weil wenn ich auf diese bunten Stoffe gucke, dann geht mir einfach das Herz auf. Also das ist wirklich meine heimliche Leidenschaft, mit diesen bunten Stoffen zu arbeiten. Das nächste, was wir hier haben, ist auch ein ganz einfacher Block, wo ich auch wieder so ein 5-Inch Square genommen habe und dann hier einen hellen Stoff als Umrandung genommen habe. Und hiervon würde man jetzt auch ganz viele Blöcke nähen und dann in ein fertiges Patchwork-Projekt oder in einem Patchwork-Projekt dann unterbringen. Dann haben wir hier schon einen Block, der ist schon ein bisschen komplizierter. Und das ist auch die Sache, warum ich dann lieber in Inch arbeite, weil sobald wir auch in der Schräge nähen, ist es schon wichtig, dass man ziemlich genau näht und das ist mir mit so einem Inchfüßchen einfach einfacher. Also ich kann damit genauer nähen, als wenn ich mit einem normalen Füßchen nähe. Und ja, das ist jetzt schon vielleicht nicht unbedingt für die Anfänger ein Block, aber
Es ist nicht schwer. Also dieses Patchworken, auch mit diesen verschiedenen Patchwork-Mustern zu arbeiten, das ist grundsätzlich nicht schwer und eigentlich auch eine super Sache für Anfänger, wenn man noch nicht so unbedingt Klamotten nähen möchte. Hier oben haben wir noch einen Block, den nehme ich jetzt mal runter. Das ist auch ein Block, wo auch in der Schräge gearbeitet wird. Der wird Hourglass genannt. Und allein durch diesen Block kann man halt auch eine komplette Patchwork-Decke arbeiten. Dann habe ich hier unten der hier und der hier. Das sind sogenannte Improv-Blöcke, also Improvisations Blöcke, wo ich einfach Stoffreste, die ich hatte, wild aneinander genäht habe, komplett ohne Konzept. Und dann nachher halt gerade geschnitten und dann kommen halt solche Blöcke dabei raus. Kann man auch eine fröhliche, bunte Patchwork-Decke von nähen. Auch total schön. Hier oben sieht man dann auch nochmal dieses Hourglass-Muster, wo dann an den Seiten jeweils nochmal etwas angenäht wurde. Das ist ein relativ großer Block. Dann haben wir hier ein Patchwork-Kissen, auch ein super Anfängerprojekt. Das habe ich jetzt ausnahmsweise mal in Zentimeter genäht. Hier seht ihr diese Blume, die ist auch total hübsch und die soll eigentlich auch mal in ein großes Quiltprojekt einfließen. Aber ja, die ist auch ganz interessant gemacht. Also die mag ich total. Das hier unten, das sind alles kleine Blöcke. Das hier ist ein sogenannter, wenn man sich nur diesen Ausschnitt hier anguckt, das ist ein sogenannter Half Square Triangle, wo der grüne und der weiße Stoff in der Schräge miteinander vernäht werden. Und das ist alles der gleiche Block. Und durch dieses Zusammensetzen der verschiedenen kleinen Blöcke kann man dann dem Ganzen so eine Form geben, dass man meint, man würde hier auf so einen Blumenstängel gucken. Und ähnlich wurde das hier oben auch gemacht, dann hier diesen Stängel. Also da gucke ich wirklich super gerne drauf, den mag ich sehr. Das hier unten sind meine nächsten Lieblinge, meine Garnrollenblöcke. Die habe ich auch aus sogenannten Pre-Cuts gemacht. Es gibt solche Jelly Rolls. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Das sind vorgeschnittene Streifen. Und zwar sind Patchwork-Stoffe meist 1,10 Meter nur breit. Und die werden dann vom Hersteller direkt in Streifen geschnitten. Und dann kriegt man so 40 oder auch 42 Stoffstreifen so zusammengerollt direkt vom Hersteller. Und das sind dann alles farblich zusammenpassende Stoffe aus einer Kollektion. Also da kann man blind reingreifen und die für sein Quiltprojekt benutzen. Und man kann sicher gehen, dass es farblich nachher wirklich 1A aussieht. Der hier ist daraus und der gelbe und der grüne auch. Und das hier ist Standard-Meterware, die ich dann zusätzlich benutzt habe. Hier hinten habe ich jetzt noch zwei weitere Blöcke. Der hier ist auch total hübsch. Der wird diesmal in der Rundung gearbeitet und sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Blume oder wie ein Schmetterling. Und da hinten in der Ecke habe ich auch noch mal so einen Sternenblock. So einer ist auch ganz klassisch. Den sieht man in ganz vielen Patchwork-Quilt-Projekten. Sieht wunderschön aus. Ja, da oben ist auch noch eine kleine Wimpelkette, die das Ganze hier so ein bisschen heimelig macht. Ja, mein Garnrollenständer, der so ein bisschen schief hängt, wie ich gerade sehe. Ja, das sind so meine Sachen, die ich so nebenher noch mache, weil ich sie einfach wunderschön finde und weil dieses Patchworken und Quilten, das hat für mich nochmal so eine ganz besondere Magie. Also dieses Aneinandernähen von Stoffstückchen und immer wieder gerade schneiden, das hat für mich schon fast so etwas Meditatives. Und das ist durchaus auch eine Sache, die man auch mal über einen längeren Zeitraum also machen kann. Ich habe zu Hause jetzt noch ein paar Blöcke liegen, wo ich dann jeden Abend noch mal so ein oder zwei Blöcke nähe, wenn ich Lust habe, und dann wird das wieder beiseite gelegt. Und ja, das ist für mich unglaublich entspannend, sowas zu nähen. Das hat noch mal wirklich etwas ganz, ganz anderes als Klamotten nähen oder Taschen nähen oder so. Ja, das war ein kleiner Ausflug in meine Welt der Wandkreationen. Jetzt wisst ihr ein bisschen, was das so ist, was ich hier sonst noch so
anstelle. Wenn euch Nähvideos gefallen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft auch keine neuen Videos und Nähanleitungen verpasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen, vielleicht auch beim Patchworken. Sagt mir doch einfach mal, ob ihr sowas auch gerne macht oder was ihr schon gemacht habt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen und würde einfach mal sagen, bis bald!